Ja, moin Leute, und zack, sind wir in Teil 2 mit den nächsten Booster Packs. Wir haben hier noch einen Haufen Pakete über. Müssten jetzt noch 12 Pakete generell sein. Die knallen wir jetzt auf jeden Fall auf, damit alles nicht unbedingt in die Hardcore-Länge gezogen wird. Und wir haben ja schon einen richtig guten Pool gemacht und also eine Crystal-Karte. Ich hoffe, wir kriegen noch eine oder eine signierte Karte und. Ja, lass uns einfach mal reinstarten. Verändert habe ich jetzt großartig natürlich nichts, weil wir direkt weiter starten in dieser ganzen Geschichte. Und ja, lass uns mal hoffen, dass wir einen guten heißen Pull bekommen. Eigentlich könnten wir die auch schon öffnen, ne? So, wir machen das diesmal. Eine Creature-Karte. Jetzt. Nicht das Wichtigste. Beskar-Armor-Karte. So. Wieder Bike. Ja, was. Ich gucke halt nicht immer auf den Monitor. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem, weil bleibt nicht einfach so. Okay, wir haben hier. Den haben wir doppelt. Das ist jetzt unsere erste doppelte Karte, glaube ich. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben noch genug Karten und meine Hoffnung ist erst verloren, wenn wir die letzten Karten aufmachen. So, Konzeptart-Karte. Auch ein schönes Ding. Eine Luke Skywalker Karte. Jetzt kommen wieder die Standardkarten erstmal. Oh. Ah, ich glaube, dass Remnant Stormtrooper Character Card. Naja, okay. Eigentlich könnten wir so weitermachen, ne? Dann gucken wir uns erst die anderen Karten an. Die sind jetzt nicht das Nonplusultra. Eine Chapter 14 Karte. Eine Konzeptart. Konzeptart. Ja, nee, die muss jetzt eigentlich. Ist egal, wo die, glaube ich, hingeht. Dann lassen wir mal hier liegen eine Java-Karte. Auch wieder eine Creature-Karte. Ich glaube, den haben wir jetzt auch schon öfter mal gesehen hier. Essential-Karte. Das ist eigentlich genauso wie. Denkt ihr genauso wie ich und hofft die ganze Zeit eigentlich nur auf die letzte Karte. Hier haben wir diesmal Ashoka Tano. Auch eine nice Karte haben wir auch, glaube ich, noch nicht. Weil am wichtigsten ist, glaube ich, einfach die letzte Karte, oder? Einfach die letzte Karte. Digga, ich sag's euch. Einfach nur gucken. Nur gucken, was da passiert. So. Chapter 4 Karte. Konzeptart. Gravy Charge Karte, Tools of the Bounty Hunter. Jetzt wird es wieder relativ nicht so interessant. Okay, auch nichts Interessantes. The Armor, okay, sie hatten wir auch noch nicht. Sie hatten wir auch noch nicht. Langsam neigt es sich auch zum Ende hin. Ne? Also ich bin gespannt. Oh, wir haben eine Comicbook-Karte. Eine Comicbook-Karte auf jeden Fall. Mal gucken. Moff Gideon, ne? Moff Gideon einfach. Und gucken wir mal hier hin. Eine Chapter 2 Concept Art Karte. Oh.
Aber ich glaube. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses. Nee, wir haben wieder den Klienten. Wieder den Klienten. Okay, den haben wir jetzt auch schon mal doppelt. Ich meine, klar, es kommen immer Doppelte, ne? Aber es ist scheiße. Ich meine, es ist geil, dass das genau das einfach Krugu ist, ne? Und nicht irgendein anderen Fatzke vielleicht oder so. Ich meine. Ich glaube, mit der Karte sind wir schon gut dabei. Bretonnien. Eine Creature-Karte. Und wir haben eine Grappling Cable, Tools of the Bounty Hunters Karte. Okay, jetzt nimmt er den Fokus da jetzt hier wieder. Ich bräuchte gar nicht so langsam zu zeigen, wenn einmal der Fokus drin ist, würde ich das von alleine, ne? Hier haben wir nochmal eine Cop Wand Karte, Wand, whatever, Alter. Ich glaube, die haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon haben, ne? Ich glaube, manchmal, der nimmt den Fokus von allen Seiten auf und dann. Aber ich glaube, die haben wir schon. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass wir die nicht haben. Ich muss das gleich nochmal alles ordnen auf entspannt. Nein, ich habe jetzt. Ich glaube, ich habe jetzt einfach mal hinten reingeguckt, weil ich das Pack nicht so richtig gut aufbekommen habe. So, eine Chapter 13 Karte. Oh, auch nice. Die sieht vom Konzeptart auf jeden Fall ziemlich geil aus. Dann haben wir die Tremors of the Force Karte. Jetzt kommt natürlich wieder der Klassiker schlechthin. Agar-Karte haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich glaube, die sind auch jetzt nicht unbedingt so bombenmäßig, dass man die Karten braucht oder dass man die jagt bei dem ganzen Pack. Vielleicht ist die, also bei Amazon gibt es die Box noch, bei Tops nicht mehr, aber vielleicht ist das auch alles einfach nicht so krass, weil es einfach keine Garantie gibt. Oh, eine Creature-Karte, okay. Den haben wir auf jeden Fall auch noch nicht. Okay, wir haben jetzt nur noch drei Pakete. Werden wir Glück haben, ohne Scheiß, Alter. Ich meine, man kennt es ja selber, man hat meist nie diesen krassen Glück, ne? Dass man da echt so eine Hardcore-Karte bekommt oder so, aber gut. Hier haben wir eine Konzept-Art-Karte. Und hier haben wir einmal eine Tools of the Bounty Karte. Und jetzt haben wir wieder, jetzt ziehen wir wieder hier in den Standard-Chat durch. Hier haben wir auch schon mal, und jetzt haben wir The Child, okay. Ich glaube, den haben wir aber schon, ne? Den haben wir hundertprozentig schon. Okay, wir haben noch zwei Pakete. Kann natürlich auch sein, dass wir bei einer Crystal-Karte stecken bleiben. Oder dass es natürlich sein kann, dass wir, dass es immer nur eine gibt, ne? Keine Ahnung. Mandalorian-Karte, eine Comic-Karte. Die finde ich dann natürlich auch ziemlich geil, ne? So eine Konzept-Art-Karte aus Chapter 3. Einen Haufen Rides of the Force. Oh, warte mal. Ja, Mann. Hier haben wir erstmal Koska. Bei der bin ich nicht und wir haben die nächste Crystal Card. Und es ist einfach. Es ist Bo-Katan. Okay, jetzt, ne? Vielleicht nicht die geilste, aber wir haben eine Crystal-Karte.
Wir haben die zweite Crystal-Karte, aber letztes Mal haben wir die ziemlich früh gezogen, ne? Aber ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Also wie ich die rausgezogen habe. Auf jeden Fall haben wir die nächste Crystal-Karte. Das ist natürlich ziemlich geil. Die wird natürlich auch eingeschickt. Ich weiß gar nicht, da gibt es aber CR1, aber keine direkte Nummerierung oder so. Die sind aber auch nicht mehr alle hundertprozentig, weil die alle schon so wie so Schiebeschlieren haben auf der Rückseite. Weiß nicht, ob das normal ist. Auf jeden Fall, die wird auch direkt eingepackt. Zwei Crystal-Karten haben wir schon mal. Zwei Crystal-Tops-Karten. Das auf jeden Fall, glaube ich, kann auch sein natürlich. Komm, vielleicht kaufe ich mir noch eine Box und guck einfach, vielleicht kriegen wir dadurch ja nochmal irgendwie also wenn wir danach nochmal zwei Crystal-Karten kriegen, dann ist klar, dass es immer eine krasse Karte gibt, eine Creature-Karte. Einmal die Tools of Bounty Hunters-Karte. Immerhin ist das nicht so, dass man komplett leer ausgeht. Das wäre krass, ne? Das wäre einfach zu krass. Okay, hier haben wir noch eine Moff Gideon-Karte, okay. Ja, das war's, ne? Das war's, okay. Wir haben auf jeden Fall insgesamt von den Packs, zum Glück haben wir so Child und wir haben Bo-Kata, ne? Kann es natürlich sein, dass das immer zwei drin sind, ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht, ne? Aber die sind auf jeden Fall schon mal, die sind es auf jeden Fall schon mal wert. Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, ob die Wert haben, prinzipiell, ne? Aber ich guck mal, ob ich jetzt ins Just Chatting gehen kann, ohne dass. Ich hab mal den Sound einfach mal weggemacht und. Ich werde daran noch was ändern. Das sind meine Alerts, wenn ich hier da. Wenn ich streame und eigentlich habe ich hier den Krugo noch stehen. Hier ist ein Haufen Müll jetzt, ein Haufen Karten. Wir haben zwei gute Karten erwischt. Ich werde mich mal informieren, ob man immer was bekommt oder nicht. Und würde dann sagen, es war nicht so geil wie die erste Seite, weil wir da einfach Krugu haben. Danach haben wir natürlich nur Bo-Katan. Ja, why not, Digga? Why not? Auf jeden Fall zwei schöne Karten. Zwei echt gute, schöne Karten. Bin gespannt und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und von daher, hauen Sie viel Spaß noch und bis später.